Okay, bin drin. Mal sehen, wie die andere Hälfte lebt. Wunderbar. Lass uns wissen, wenn du was findest. Die haben wohl Handlanger als Wachen aufgestellt. Sie dir auch eine extra lange Pause gegeben, hä? Ich beschwere mich nicht. Es ist schön, mal zu verschnaufen. Was der arme Kerl wohl getan hat? Welcher arme Kerl? Also, ich habe nur eine längere Pause bekommen. Na, das klingt ja gar nicht verdächtig. Mal schauen, was hier los ist. Der AR-Scan hat die Blutspur aufgezeigt. Kann ich noch mehr finden? Da ist was unter dem Boden. Das ist mit einem Netzwerk verbunden. Wie schaltet man dieses Ding ein? Als es hieß, wir arbeiten in einem Club, habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Es ist ein Gentleman-Club. Was auch immer das heißt. Ich meine nur, ich wollte lieber irgendwo hin, wo es mehr Club und weniger unheimlich ist. Ach, hör auf. Es ist leichtes Geld. Wir sehen die Snobs ja kaum. Ja, was soll das eigentlich? Wen juckt, je weniger wir wissen, desto besser. Sieht aus, als würde es hier endlich ein bisschen aufregend werden. Ja. Warum die strenge Sicherheit in letzter Zeit? Wer weiß, die hohen Tiere mit Kohle wollen sich wichtig machen. Das Ding ist irgendwie seltsam. Schön.
Oh, Erstauflage. Eine Geheimtreppe. Gar nicht verdächtig. Hey Glockenturm, hab eine Geheimtreppe gefunden. Ich geh runter. Glockenturm. Toll, keine Verbindung. Protokollmodus an. Senden sobald möglich. Die Blutspur endet an der Wand. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Hier gibt's keinen Ausgang. Es muss einen Weg herausgeben. Das hat was bewirkt. Finden wir raus, was? Es wird ihm nicht gedroht.
widersetzt, dem bringt ein Tavern den Tod. Glockenturm, du kannst das zwar nicht hören, aber Pinguin hat doch keinen Quatsch erzählt. Der Rat der Eulen ist echt. Dann mal auf in die Höhle des Löwen. Vieles, was wir nicht tun konnten. Sein Tod hat den Weg für unseren Neuerwerb geebnet. Gut. Aber du solltest vorsichtig sein, wo sie schnüffeln, mein Schätzchen. Und nun zum anderen Problem. Die Senatoren wurden bestochen. Sie verabschieden den Entwurf Anfang nächsten Monats. Wunderbar. Wie sehr ich diesen Abschaum doch hasse. Verzeihung, Ben. Wir müssen sie erwecken. Hast du Angst vor Mäusen in den Wänden? Verweichlicht. Ich muss an ihn vorbei. Keiner darf hier durch. Die Zeremonie darf sich nicht verzögern. Das musst du nicht erst sagen. Das ist unsere Chance, die Stimme zu beeindrucken. Töte zuerst die Eindringlinge. Dann kannst du den Mund Ich seh mal nach. Wir haben Gesellschaft.
bekommen. Wer so viel Blut verloren hat, muss übel dran sein. Muss mich beeilen. Das muss die entführte Person sein. Kommt. Er wird die Strafe festlegen. Gerard, vergib dir dein Versagen nicht. Du bezahlst das mit Blut. Nein, bitte nicht. Ich tue alles. Und du, Anschau, gehörst hier nicht hin. Der letzte Eindringling brachte sich vor über 100 Jahren hierher. Die Strafe für diesen Frevel bleibt dir doch gleich. Scheiße. Hier unten sind ja hunderte Leichen. Das ist ja eine Antiquität. Entweder steckt der Rat seine Opfer vor dem Abmurksen in Kostüme oder... Wow. Diese Kleidung sieht aus wie aus einem Film. Ist es möglich, dass der Rat schon seit Jahrhunderten existiert? Sie wieder zu hören. Was ist passiert? Geht es Ihnen gut? Mir geht's gut, aber ich kann kaum in Worte fassen, was ich gesehen habe. Wir können reden, wenn ich zurückkomme.
Verstanden. Bis bald. Wusstest du, dass Bruce dem Rat auf der Spur war? Leider nein. Er hat mir wenig verschwiegen, aber das hat er vor mir geheim gehalten. Vor mir auch. Wir haben Aufnahmen vom Rat, aber sie sind schwer zu verstehen. Sicher? Hast du Wiedergabe gedrückt? Tim. Weißt du, du warst nicht der erste Robin. Oder der zweite. Es wurden Dateien beschädigt. Ich werde Diagnosen durchführen und sehen, was ich retten kann. Vielleicht hat Master Bruce noch mehr Hinweise hinterlassen. Margie, die tätowierte Dame, hat uns bei Haley's Circus vom Rat erzählt. Er würde zuschauen und uns holen, wenn wir eine schlechte Show abliefern. Ich hielt es immer für eine Zirkuslegende. Keineswegs. Es gibt zwar in Gothams Geschichte einige Hinweise auf den Rat, aber nichts Konkretes. Ich kann keine der Quellen authentifizieren. Irgendein Spinner soll ein Buch darüber geschrieben haben. Aber auch das ist eine Legende, also. Wirklich schade. So ein Werk hätte sehr gut in unsere Bibliothek gepasst. Die erste Version des Reims stammt aus dem 18. Jahrhundert. Darin heißt es, sie suchen den Jungbrunnen. Die sind mordlustig für Leute, die ewig leben wollen. Das schließt einander nicht aus. In dieser Grube waren viele Leichen. Und einer davon hielt den hier. Vielleicht öffnet er was. Die Scans zeigen ein Isotop im Metall. Der öffnet definitiv was. Ein Schlüssel. Also? Suchen wir die Tür. An der Tafel hängen neue Infos. Die Aktivitäten der Rächer in Gotham nehmen zu. In den letzten Tagen gingen über das GCN-Hinweistelefon und auf sozialen Medien Berichte von maskierten Helden ein, die gegen kriminelle Aktivitäten vorgehen. Seltsamerweise ist Batman, der seit einiger Zeit nicht mehr in Gotham gesehen wurde, wohl an keinem der Vorfälle beteiligt. Das GCPD warnt, dass Selbstjustiz eine Straftat. Es ist höchste Zeit für eine Revanche, Mr. Todd. Wow! Du hast die Horrorklassiker-Erweiterung. Nichts geht über Gruseln und Tanzen. Na dann los. Neuer Herausforderer! Nächstes Level! Grube des Schreckens! Bereit machen! Wow. Los! Du bist ein Monster! Leg los mit deinem Killer-Move! Oh oh! Du liegst zurück! Lazarusgrube? Ja. Ist dämlich. Ich komm klar. Nein, ist es nicht. Du warst tot. Ist doch klar, dass dich das fertig macht. Weißt du was? Ich hab Hunger. Ich hol uns was Leckeres von Big Belly Burger. Für dich wie immer, ja? Eine Bacon Ultra Belly Combo kommt sofort. Bin gleich wieder da. Hey.
Danke, Babs. Dass Mr. Compton bereit war zu helfen. Ich auch. Hab ihn selten so ängstlich gesehen. Aber klar, nach dem Powers Club und dem Massaker. Es war grausam, so erfahren zu müssen, dass die Geschichten über den Rat wahr sind. Aber da wir sie nun kennen, kann sich der Rat nicht mehr verstecken.